Gericht ist fast schneller gemacht als gegessen. Wir machen zusammen ein lustiges Herdöpfel-Wurstblech. Die Würste schneiden wir in Scheiben, die Herdöpfel halbieren wir halbieren und den Fenkel schneiden wir in Schnitz. Wenn ihr nicht gerne Fenkel habt, nehmt doch ein anderes Gemüse, ein Rüebli, ein Sellerie oder eine Zwiebel. Das ist frei euch überlassen. Übrigens, ich habe kein Backtrennpapier genommen, weil wir mit einem Mehlblech arbeiten. Wenn ihr ein anderes Blech nehmt, nehmt ein Backtrennpapier drunter. Zum Würzen brauchen wir Salz, ein mildes Curry, ein bisschen Cayennepfeffer und wenig Rapsöl. Und mischt das gut auf dem Blech, damit sich die Würze verteilen. Den Ofen auf 220 Grad vorheizen, das Blech in die Mitte vom Ofen schieben und 30 Minuten drin garen. Für eine gleichmäßige Brünung tue ich während dem Backen einmal bis zweimal drin rühren. Vor dem Servieren nur noch mit gehacktem Petersilie bestreuen. Einen guten Miteinander.